Wir haben dafür gesorgt in den Beratungen, dass die Mietpreisbremse an konkrete Voraussetzungen geknüpft wird, dass sie vor allem auch mit meinem Maßnahmenplan einhergehen muss. Also diejenigen, die sagen, bei uns ist die Wohnungslage so angespannt, da müssen wir eine Mietpreisbremse anordnen, müssen sich auch gleichzeitig überlegen, was man denn tun kann, damit am Ende dieser 5 Jahre die Situation besser ist. Deshalb sind wir damit soweit zufrieden. Es ist schade, dass es nicht gelungen ist, die Mietpreisbremse mit einer Verpflichtung zu einem Mietspiegel zu verbinden. Wir wissen, dass das für die Kommunen hohe Hürden sind angesichts der Knappheit der kommunalen Finanzen. Wenn es aber keinen Mietspiegel gibt, dann sind eben Vermieter und Mieter mit der Frage allein gelassen, was denn überhaupt die Vergleichsmiete ist. Das wird die Sache streitanfällig machen und das wird sich dann auch in den Länderhaushalten, in den Justizhaushalten niederschlagen. Hier wäre es besser gewesen, auch diesen weiteren Schritt schon zu tun. Die Mietpreisbremse kommt. Das ist ein guter Tag für die Mieterinnen und Mieter in unserem Land. Für uns als Union war immer klar, wir wollen die Mietpreisbremse. Wir wollen nicht, dass Menschen und insbesondere junge Familien aus ihren angestammten Wohnvierteln verdrängt werden. Für uns war aber auch immer klar, dass wir nicht nur bei den Symptomen herumduktern wollen, sondern dass wir die Ursachen angehen wollen. Und da gilt, das beste Mittel gegen steigende Mieten ist immer noch der Bau von neuen Wohnungen. Und deswegen haben wir immer darauf gedrungen, dass die Mietpreisbremse nicht zu einer Investitionsbremse werden darf. Und deswegen ist es gut, dass wir jetzt durchgesetzt haben, Neubauten sind ausgenommen vom Anwendungsbereich der Mietpreisbremse. Das Gleiche gilt für umfassende Modernisierungen. Wir haben eine klare Befristung auf 5 Jahre. Wir haben objektive Kriterien, anhand derer die Wohnungsknappheit konkret nachgewiesen werden muss. Und wir nehmen die Länder in die Pflicht, dass die auch etwas dafür tun, dass neue Wohnungen gebaut werden. Das gibt Planungs- und Investitionssicherheit für all diejenigen, die Geld in die Hand nehmen wollen, die investieren wollen in den Wohnungsneubau. Und das ist gut, vor allen Dingen für die Mieterinnen und Mieter in unserem Land.